Hallo und guten Tag. Heute wollte ich euch eine Herbstdekoration zeigen, wie man die ganz schnell und recht hübsch anfertigen kann. Und zwar ist das das fertige Stück, was ich zeigen möchte, wie es geht. Und dann können wir auch gleich anfangen. Dazu braucht ihr Dekorationsbände. Ich finde sie ganz schön für den Herbst in Orange. In Grün gibt es auch. Und diese Farbe dann noch, zweifarbig Orange-Grün. Etwas Draht, vielleicht so 10-12 cm. Sachen aus der Natur, entweder aus dem Park oder aus dem Wald oder aus dem Bastelgeschäft. Ich gehe lieber in den Baumarkt und kaufe da meine Sachen. Erstmal sind sie günstiger und die Auswahl ist auch recht groß. Und künstliche Blätter habe ich verschiedene, weil gepresste Blätter, die brechen zu sehr und dann habt ihr im Folgejahr nichts mehr davon und das wäre ja schade. Dann fangen wir aber an. Zuerst nehmen wir das Band. Ich nehme heute mal ein grünes, vielleicht fällt es dann eher auf, was ich mache. Und zwar messt ihr euch das ab, am besten in dem Fenster, in dem ihr das machen wollt. Das schneidet ihr dann auf die Länge ab, die ihr braucht. Nehmt ein Stückchen Draht, auch abschneiden. Biegt die zu einer Öse. So, und die kleben wir jetzt oben in das Band hinein. So. Am besten mit Heißkleber. Den gibt es auch ganz günstig im Baumarkt. Das kann ruhig ein No-Name-Artikel sein. Das reicht schon aus. Und ansonsten, wenn ihr Flüssigkleber nehmt, muss man abwarten, bis es dann getrocknet ist. So. Legen wir uns auf eine Bastelunterlage. Ich habe dazu einfach eine PVC-Tischdecke genommen, die ich immer wieder benutze, dann wird nicht schmutzig. So, jetzt nehmen wir unsere verschiedenen Blätter, die gibt es alle in einer Packung. Sind gar nicht teuer. Und dann fangen wir mit dem großen an und machen einen großen Klecks auf das Band und kleben uns die verschiedenen Farben rundherum. Die nächsten dann einen Klecks da drauf. Kleines vielleicht. So, dann haben wir hier Zitrusfrüchte, die gibt es auch in einem Pack zu kaufen. Oder man trocknet sie selber, schneidet sie in Scheiben und tut sie bei 50 Grad in den Backofen oder wer einen Kachelofen oder einen Kachelkamin zu Hause hat. Dann lassen sie sich ganz prima auf dem Backblech auf dem Kachelofen, wenn er nicht zu heiß ist, oder davor trocknen. Aber das dauert schon ruhig schon mal 2-3 Tage und immer schön wenden. So, dann machen wir das nächste etwas weiter unten. Gleiche Art. So, jetzt habe ich unten noch einen Kranz geklebt mit den künstlichen Blättern. Jetzt klebe ich in der Mitte noch einen kleineren. Habe ich schon einen Kleber angegeben. So. Und dann habe ich meine Dekoration aus dem Wald. Dann habe ich noch ein bisschen Sisal, den können wir noch drauf kleben. Alles, was man so zu Hause hat, was man so findet. Dann klebe ich hier eine dicke Kastanie noch hin. Dann von der Buchecke die Hülle. Ein Anisstern, auch aus dem Baumarkt. Ein Stück Rinde mit Moos, das ist auch getrocknet, das habe ich wieder selber gesucht. Dann Zapfen gibt es in jeder Menge. So, dann habe ich hier noch ein paar Zimtstangen. Die setze ich ganz gerne mal ganz unten hin, weil das das Gewicht dann ist und das zieht schön runter. Dann können wir noch ein bisschen Sesal drauf machen. Hier habe ich einen künstlichen Pilz. Das sieht auch immer ganz nett aus. Ja, bei diesem hier habe ich dann auch eine Schmuckkette drauf gemacht, aufgeschlungen. Dann sind noch Filzteile drauf. Bei diesem sind noch Beeren drauf. Da ist eigentlich der Fantasie freien Lauf gelassen. Hier ist ein großer Pilz, auch mit Beeren.
so wie ihr das möchtet. Und dann kann man es ins Fenster hängen und ich hänge mal 2, 3 ins Fenster, das sieht dann aus wie so feine Gardinen und wirkt von außen ganz, ganz toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut wieder einmal rein.